Ja, noch eine Geschichte zu fiesen Randwerten. Als Beispiel von mir aus Tee von der Zeit her in was auch immer Wochen und F von T soll dann sein die Höhe. Und die Funktion sieht dann ungefähr so aus. E hoch 20 T plus 1 zum Beispiel, irgendwas Blödes. Und gezeichneterweise würde die so ungefähr so aussehen. Und dann ist noch ein Intervall vorgegeben, 0 bis, ihr guckt euch das Ganze 50 Wochen lang an. Und jetzt wird Folgendes gefragt, und ich rate dann dazu, falls ihr das jetzt, dieses Video als erstes vielleicht im Kanal seht, ich habe extra eine Playlist angelegt mit Specials, wo ihr nachgucken könnt, was heißt es jetzt zu interpretieren, wenn die Funktion die Höhe oder die Menge angibt, was ist dann mit der Wachstumsgeschwindigkeit etc. Das müsst ihr euch ganz in Ruhe angucken, das ist ganz wichtig, denn jetzt wird gefragt, wann ist die Wachstums, das kürze ich ab, Geschwindigkeit von dem ganzen Paket da oben am größten. So, eigentlich kann man es schon sehen, aber viele haben irgendwie in Erinnerung, das ist immer beim Wendepunkt. Und das habe ich eigentlich auch schon geklärt. Wenn ihr euch das hier anguckt, zum Beispiel, gibt wieder eine Höhe an. Jetzt passiert Folgendes: wächst, 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 wächst immer stärker, wächst offensichtlich am stärksten oder die Wachstumsgeschwindigkeit ist am größten. Dann wächst es nicht mehr so stark und dann ist das ganze Ding irgendwann ausgewachsen. Das ist der Klassiker, den man irgendwie in Erinnerung hat. Wenn ihr das mal hier jetzt interpretiert, es beginnt das Wachstum und wenn ihr die Tangenten anlegt, dann würde die Tangente ja immer steiler werden und da die Funktion permanent wächst, 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 bis zur 50. Woche, sollte eigentlich klar sein, dass hier das Ganze mathematisch gesehen am steilsten ist und von der Wachstumsgeschwindigkeit her, die ja in der ersten Ableitung zu finden ist, dort am Rand am größten ist, und zwar bei 50. Viele versuchen da verzweifelt einen Wendepunkt auszurechnen und merken dann, es gibt gar keinen. Und da muss man dann wirklich eben gut nachdenken, interpretieren, okay, die Funktion gibt die Höhe an, das heißt, die Wachstumsgeschwindigkeit ist zu finden in der Ableitung. Mathematisch, die Steigung gibt die Wachstumsgeschwindigkeit an. Die Steigung wird immer steiler, da die Funktion die ganze Zeit ab nach oben geht, ab Deluzi. Und dann muss man eben sagen, okay, die Randwerte sind 0 und 50. Warum F'? Weil ich ja wissen will, wie ist die Steigung rein technisch gesehen jetzt am Anfang. Da wird sie, ich rate jetzt einfach mal, nicht ganz so stark sein, was weiß ich, 5 oder was und am Ende dann, was weiß ich, 79 ist ausgedacht, nur dass man sieht, oh ja, das ist wirklich am rechten Rand vom vorgegebenen Intervall die größte Wachstumsgeschwindigkeit. Und wenn ihr natürlich noch interpretieren müsst, warum muss ich dazwischen nichts machen? Weil die Funktion permanent wächst. Das kann man zum Beispiel damit begründen, dass es weder Hoch- noch Tiefpunkt gibt, noch Wendepunkt oder streng monoton steigend, weil wenn ihr die erste Ableitung bildet, das wäre dann 1 fällt weg, das Paket ist abgeleitet, 20 mal E hoch 20 T, alles immer positiv, also permanent, alles immer steigen, 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 da ist nichts mit Hoch- und Tiefpunkt, da wird nicht irgendwann mal was negativ. Deshalb interpretiere ich dann, steigt die ganze Zeit, ich nehme den linken Rand, den rechten Rand, vielleicht reicht es sogar, den rechten Rand zu nehmen, weil man so argumentiert hat, aber das wäre wirklich fies.